Weiterhin die höchste 7-Tage-Inzidenz in unserem Sendegebiet hat der Landkreis Erding. Im Vergleich zu gestern ist sie aber gesunken von 781,9 auf heute 755,3. Die niedrigste Inzidenz im Sendegebiet hat hingegen der Landkreis Fürstenfeldbruck. Der Wert ist im Vergleich zu gestern aber ordentlich gestiegen von 370,3 auf 422,9. Auch in München steigt die Inzidenz im Vergleich zu gestern stark an. Die Landeshauptstadt liegt heute bei 754,0, nach gestern 694,8. Ebenfalls immer noch eine sehr hohe Inzidenz hat der Landkreis Miesbach, allerdings seit einigen Tagen mit sinkender Tendenz. Heute liegt der Wert bei 699,7. Anders sieht es im Landkreis Weilheim-Schongau aus. Hier steigt die Inzidenz im Vergleich zu gestern stark an, von 567,1 auf 622,2. Auch die Inzidenz in Gesamtoberbayern steigt weiter an, auf heute 699,2. Die Krankenhausampel steht weiterhin auf Rot. Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte, keine Weihnachtsmärkte, Bars und Clubs müssen schließen. Das hat Ministerpräsident Markus Söder heute nach Beratungen mit dem Koalitionspartner angekündigt. Genau dort im privaten Bereich finden viele Ansteckungen statt. Deswegen Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte, ein de facto Lockdown für Ungeimpfte im ganzen Land. Maximal 5 Personen und 2 Haushalte dürfen sich treffen als Ungeimpfte, nicht Kinder unter 12 allerdings eingerechnet. Zudem gilt künftig 2G auch für körpernahe Dienstleistungen wie Friseure. Schulen und Kitas sollen weiterhin geöffnet bleiben. Allerdings gilt erneut eine Sperrstunde ab 22 Uhr in der Gastronomie und für Kultur- und Sportveranstaltungen wird 2G+ eingeführt. 2G+ bedeutet mit Maske, also genesen oder geimpft mit Maske, plus einen Schnelltest, den man dazu bringen muss, plus dort, wo 2G+ stattfindet, eine Obergrenze von maximal 25% bei der Auslastung von Veranstaltungen. Diese neuen Regelungen sollen spätestens am Dienstag in Kraft treten und zunächst bis zum 15. Dezember gelten. Und jetzt die Impftipps. Impfbus Plus in Holzkirchen. Morgen zwischen 9 und 13 Uhr steht ein mobiles Impfteam am Rathaus in Holzkirchen bereit. Angeboten werden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen. Wer eine Boosterimpfung haben möchte, muss unbedingt alle Unterlagen zu den vorherigen Impfungen mitbringen. Sonderimpftag in Starnberg. Ebenfalls morgen wird von 10 bis 16 Uhr im Landratsamt Starnberg geimpft. Auch hier werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen angeboten. Geimpft wird hier jeder ab 12 Jahren. Ausweis und Impfpass bitte nicht vergessen. Impfen im St. Lukas. Am Sonntag wird zwischen 12 und 17 Uhr im St. Lukas am Mariannenplatz geimpft. Impfwillige sollten sich vorab auf impfzentren.bayern registrieren, um den Prozess zu beschleunigen. Trotzdem kann es zu Wartezeiten kommen.